So Leute, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, The Legend of Zelda The Minish Cap. Ja Leute, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich auch gerade, what the fuck, Klonschaft, warum hast du schon wieder so viele neue Projekte? Und es gibt ja einfach einen Grund. Final Fantasy VI. Muss ich komplett neu anfangen zu spielen, weil die Datei, das Save Game will nicht laden. 3D.GameHeroes, bin ich mit der Qualität nicht begeistert, da suche ich zurzeit nach einer neuen Aufnahmemethode, die das Bild unten nicht abschneidet, weil mir fehlt unten ein Teil des Bildes. Und Mega Man Battle Network 3. Da habe ich zurzeit das Problem, ja, es crasht an einer Stelle, teilweise senkt sich auf. Oder aus irgendeinem Grund möchte es meine Stimme nicht richtig aufnehmen. Und ja, also dass da meine Stimme entweder komplett weg ist oder hackt, genau, sie hackt. Und darum mache ich jetzt mal ein kleines anderes Nebenprojekt, dass ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ich kenne das Spiel, weiß nicht, ob ich es zu 100% durchspielen werde. Ich versuche, so viel wie möglich hinzukriegen. Und eine Sekunde. Ja, ich habe gerade einmal kurz geguckt, ob meine Stimme verschrabbelt ist oder nicht oder sonst irgendwas. Okay. Ja, ich habe alle Savescreams von mir gelöscht und ich werde mich Jolly nennen, weil epische Helden heißen immer Jolly und J-O-L-L-Y. So, der Name des epischen Helden. Und es beginnt mit einer schönen Geschichte. Also mir gefällt der Teil persönlich. Es war auch der erste Zelda-Teil, den ich wirklich komplett durchgespielt habe. Vor langer, langer Zeit. Als Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Juhu, Frieden und Freude und kein längeres Opening. Egal, ich hab das Opening länger in der Erinnerung. Ich möchte jetzt bitte mal vernünftig reden, ohne zu müsseln. Ja. Und was hat die geile Schlampe damit zu sagen, wer das auch immer sein möchte? Ne? Oh, guten Tag, Onkel Albrecht. Oh, hoppla, die kleine Zelda. Ich hab mich an wie ein kleiner Kinderschinde. Bist du den ganzen Weg allein vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wo ist denn Jolly? Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minischfest stattfindet. Und ich bin gekommen, weil ich mit Jolly dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Jolly hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Jolly schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Du musst noch etwas im Schloss... ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Jolly dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Eine Sekunde. Entschuldigung, ach, Nisa. Hallo Jolly. Ja, alte Stimme. Ja, da kommt die Wiederholung. Wieso habe ich auf einmal übrigens Lust, dieses Spiel zu spielen? Wie ich da ganz spontan drauf kam. Also, erstmal, wir sind Link, Jolly, ist mir egal. Ich werde mich wahrscheinlich ziemlich oft Link nennen oder so, aber wir können rollen. Wenn wir sonst noch was? Nein, wir können Start drücken, das bringt nichts. Wir können alle Knöpfe drücken und das bringt... Ach, der Turbo-Knopf, der bringt was. Dann, wie bin ich dazu gekommen, auf einmal hier The Legend of Zelda zu spielen? Ja, ich habe jetzt mir letztens in der Stadt einmal den Legend of Zelda-Manga gekauft von Minish Cap. Und das hat meine alten Erinnerungen wieder hochgebracht an mein Zelda-Herz. Und darum habe ich mir überlegt, spiel doch Zelda. Legend of Zelda, Minish Cap. Mal gucken, weil der Anime, der Anime will ich sagen. Ah, Jolly, Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minish Fest gehen möchte. Hallo Jolly, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Albrecht hat nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Aber einmal im Jahr. Nun, geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bring es bitte, zumindest. Ich weiß nicht, warum das aus so malerisch unterlegt ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Bedeutung rausnehmen soll. Eigentlich müsste ich es ihm bringen,
Aber ich habe hier noch zu tun. Schwert des Albrecht, erhalten. Ich führe das unbeschadet ab und verliere es nicht. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturnieres. Also verliere es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Gib Acht, dass dir nichts passiert. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also Jolly, auf in die Stadt. Ja, Leute, ich sag Hyrule. Nicht Hyrule, nicht Hyrule. Hyrule. Weil ich damals, als ich dieses Spiel gespielt habe, 2 Rubine. Was für ein Glück. Kann ich das tragen? Achso, mit. Onkel Albrecht, komm mal her, ich hab dich lieb. Okay, ja, ich sag Hyrule. Wer was dagegen hat, hat Pech. Und, ja. Hey, ich bin hier, Jolly. Wirklich. Hui, das finde ich auch immer, das fand ich auch damals ganz cool. Dass man wirklich rollen konnte. Ja, ich weiß, dass ihr seid enttäuscht, dass das mein erstes Spiel war, das ich auf von Zelda gespielt habe, aber... So, das ist die Stadt Hyrule. Ja, das ist das erste Spiel, das ich gespielt habe, ob wir das für Advance rauskam. Oder, ja, SP. Läuft ja auch selber hinaus. Und, ja, ich hatte vorher eigentlich nie... Also, ich habe auch schon The Legend to the Link to the Past angespielt, als ich so kleiner Bub war, aber da bin ich immer verreckt. Und außerdem ist hier die Grafik ganz knuffig. Wäre gut, das Glück, wenn wir uns treffen können, hm? Achso, das, Jolly, hör doch mal dem Geschichtenerzähler zu. Ey, was ist denn das da? Lass mich in Ruhe. Mensch, gibt es das wirklich? Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Das nennt mich gerade irgendwie Portal. Was ist das? Hä? Wer sind Sie? Im Schloss fand ich ein Schwertkampf in der Stadt. Wer wohl gewonnen hat? Hm, und jetzt? Gehen wir mal dahin. Ja, im Manga wird so erzählt, dass Link auch an diesem Turnier teilnehmen wollte, aber sein Meister Magnus, der da in dem Dojo wohnt, das man jetzt nicht sieht, links weiter, ihm nicht dran teilnehmen lassen wollte. Hauptgewinn. Unglaublich, du hast bei der Lotterie gewonnen. Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann, so tut etwas aus. Da hätten wir ein herzförmigen Stein, oder? Einen schönen großen Juwel, oder aber einen kleinen Schild. Nun, wofür entscheidest du dich? Das Juwel, den herzförmigen Stein? Der herzförmige Stein ist auch sehr hübsch. Such dir aus, was dir gefällt. Nimm das Herzteil, Mädel. Ich nehme den Schild. Wieso? Warum das denn? So ein Schild ist doch weder schön noch kleidsam. Hier zum Beispiel, der herzförmige Stein. Ist doch hübsch, oder? Ja, nimm den Stein. Oder hier das Juwel, eine wahre Augenfeinde. Oder einfach nicht? Diese beiden Sachen sind doch bestimmt viel besser als dieses Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Fräulein Prinzessin, ihr seid komisch, aber gut. Hier, bitteschön, der kleine Schild. Ja, im Manga wurde es auch schon ausgedrückt. Da geht Zelda zu diesem Stand hin. Und links steht er so. Zelda, du weißt doch ganz genau, dass man bei sowas nicht gewinnen kann. Hauptgewinn! Oh. Ja. Du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Wir gehen ins alte Menü auf A oder B, halte den Knopf gedrückt, um das Schild vor dich zu halten. Eingeschränkt von Zelda für dich. Zap. Wow. Wow, bist du cool. Ja wirklich, du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon so spät, wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm schon, geh mit. Geh mit. Zap. Ja, ich muss einmal. Ja doch, passt auf A. Auf B habe ich dann später das Schwert immer liegen. Läuft. So. Ach, die beiden kenne ich auch noch irgendwo her. Ich bin mit meiner Schwester aus einem fernen Land gekommen. Um das Fest zu sehen. Die Menschen sollten, wenn es sich klein sein will, ob es sie wirklich gibt. Wenn irgendwo, in irgendeinem Teil war da auch schon mal drin, dieser Typ mit der Rotznase. Ich glaube, in Wind Waker kommt er aber auf jeden Fall auch drin vor. Also dann, Entschuldigung, lass uns zusammen zum Schloss gehen. Ja, ja, Zelda, lauf vor. Stirb, ich beschieße dich mit meinen Samen. Der Dickhänder von den Soldaten erzählt, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten. Echte Plage für die, Jetzt kommen wir nicht zum Schloss. Du musst diese Nüsse abwehren. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt weiter. Haha, stirb. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich kam doch in die Stadt, um den Fest geschäftet zu machen.
aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. So wird das bestimmt nichts mit den Geschäften, also zurück ins unheimliche Dunkel. Der hat sich unter Steinen vergraben. Egal. Ja, auch zum Schloss und das Schwert abgeben. Juhu. Ja, hier ist später auch, wie ihr vielleicht sehen könnt, noch was versteckt. Weil wie habe ich mir zum ersten Mal, als ich hier das erste Mal lang gegangen bin, auch gedacht. Und Schloss. Hallo Minister. Oh Johnny. Du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell zurückgegeben. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Also bis später, Johnny. Das Fest war toll, nicht? Ja. Du bist schon da du schon hier bist, bleib doch zur Siegerehrung. Nex. Das Masterschwert. Schön fallen lassen. Jolly, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Man nennt es das Schwert der Minish. Es versiegelt die Kiste mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert. Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Die Siegerehrung des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert zu berühren zu dürfen. So rum. Und König. Gustav? Hieß er Gustav? Ich weiß gar nicht, wer hier ist. Wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Der Sieger Vati will hervortreten. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Gut gemacht, Leute. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Gut gemacht. Er hat das Schwert abgebrochen. So kann ich meinen Zelda-Teil ohne Bösewichte, oh mein Gott, fuck, geben. Zelda hat ihr heiliges Licht benutzt. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichtes. Wenn ich mich um sie kümmere, wird sie mir später näher im Weg stehen, wenn ich mich nicht um sie kümmere. Durch meinen Fluch werde ich zu Stein. Genau, Link. Flop. Alles was passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den Inhalt der Kiste an mich nehmen. Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste? Auch gut. Ich weiß, dass das Force sich in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Ich habe jetzt die Stimme vom Vati geändert. Keine Ahnung. Ja, Link, verpennt das alles. Ich guck mal grad, wie viel Zeit wir noch haben. Sekunde. Okay, ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Schnitt und dann sieht man sich bei der nächsten Folge The Legend of Zelda Minish Cap wieder. Bis dahin, euer Knutsch auf 91. Ciao mit V.